Sturm gegen Rapid, das Spiel hat Tradition, also diese Begegnung hat Tradition. Ganz bemerkenswert, schon im Jahr 1967 hat es zur Eröffnung der damaligen Nationalliga mit 14 Clubs, Erwin Alge war damals Teamchef, dieses Spiel gegeben von 9000 Zuschauern auf der Krum. Da ist Günter Kaltenbrunner, heute Vizepräsident, zu Flögel und Johnny Berregard, also lauter Namen, die den Rapid-Fans vor allem was sagen. Es hat damals einen 5:2 Erfolg von Rapid gegeben. Hier Gabald Hasil gegen Manfred Reiter, den Libero, der aus Schwächer zu den Grazern gekommen ist, und gegen Russ, dessen Neffe spielt er heute bei Innsbruck. Berregard ist wieder da und Torhüter Dr. Paulitsch hat hier keine Chance. Fritsch, den Sie hier sehen, Feld von Wembley, heute Sektionsleiter, hat mit so manchem Trick gegen die Steirer Abwehr auch gewartet. Aber so viel Zeit hat man auch gehabt. Schauen Sie, Hasil nimmt sich den Ball seelenruhig herunter, dann grausam zu Fritsch, Andrich Schnell war der schon und noch ein Tor für Rapid. 2 erzielt Berregard, 2 erzielt Fritsch, eines Beutel grausam und für die Grazer war damals Hubert und Peintinger erfolgreich. Aber auf alle Fälle Stimmung in der Krum, die Anlage ist auch gleich geblieben und großartige Stimmung verspricht man sich natürlich auch im heutigen Spiel.